Dass ich hier meine Kante habe und sehe, wie ich rein ziehe. Ich ziehe. Schnell ist, wenn er so schlägt, dann wäre er ganz verpackt. Ich lege zwei Drücke drauf. Dann gehen wir die Wettung. Das gleiche mache ich.
machen wir auch noch Börder mit der Maschine, die wir nicht klopfen müssen. Wir mit der Sickenmaschine können machen. Aber wichtig ist, ihr müsst es von Hand können, dass ihr das Material spürt. Architekten sind unsere Herausforderungen. Aber wir, mit unserem Maschinenpark, CNA, CAD, wir können das bewältigen. Wir machen es. Ich finde es mega lässig, dass wir jetzt hier mit dir einen Vertreter haben an der Schweizer Meisterschaft. Wir haben jetzt 3 Jahre miteinander alleine geschafft. Du hast doch am meisten machen. Wir haben nachher können weisen und steuern.
Und jetzt sind wir an dem Modell am Üben und du siehst bereits schon, hat jemand etwas, was du noch nie gesehen hast, noch nie gemacht hast. Und das ist eigentlich ein Spannender in unserem Beruf. Der Spengler kommt immer wieder an neue Situationen, wo er mal umsetzen kann, wenn er gelernt hat. Handwerklich und natürlich auch technisch. Und an diesem Modell, wenn du siehst, jetzt hat wirklich Sachen drin, die nicht unbedingt Stufen Lehrabschlussprüfung sind, die schon ein bisschen höher sind. Und ich glaube, mit dem Ehrgeiz, den du gezeigt hast während der Lehre, bist du also reingekommen. Und da zeigt die Schweizer Meisterschaft, da treten die Besten von den Besten der Schweiz an. Und da wird ein Hirtenkampf sein. Und ich finde, trainier noch ein bisschen, übe noch, dass du wirklich im Schlaf drin hast. Es ist etwas für die Zukunft, du profitierst dafür das Leben.
Manuel, ich habe dich jetzt eine Zeit begleitet. Ja. Wie war es an den Swiss Skills? Erzähl mal. Ja, es war sicher eine gute Erfahrung, so mit Zuschauern und alles und ein bisschen mehr Zeitdruck auch. Du warst Zweiter gsi. Am ersten Tag hat man das Gefühl, es sei mega gut gelaufen. Hast du einen Unterschied gemerkt zwischen dem ersten und dem zweiten Tag? Ja, am ersten Tag ist es sicher mehr gegangen. Da war man noch ein alter Topfix und so. Am zweiten Tag hat man schon ein bisschen gemerkt, dass es auch mit Zeit geht und immer halt voll dran, voll konzentriert. Hängt schon an. Aber es ist machbar und ist eine super Sache. Zweiter Tag, was ist schief gegangen? Ja, in Art das letzte Stückchen ist hauptsächlich in die Hose gegangen. Sonst, der Rest ist ein abgelaufenes Modell, bis aufs Dächli, dann ist nicht gut gekommen. Aber, ja. Insgesamt vierter Platz. Ja, genau. Sonst bin ich zufrieden, ja. Noah, du hast eine Medaille gewonnen, erzähl. Ja, wenn ich das denke, dass ich eine Medaille gewinne. Ja, es ist natürlich super, ja, mit den Besten von der Schweiz können messen, gell? Und ich muss sagen, ich kann durchaus zufrieden sein, weil der zweite Tag ist mir wirklich nicht so gut gelaufen. Ja. Wäre noch mehr drin gelegen? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin wirklich durchaus zufrieden mit meinem dritten Platz. Sehr gut. Was war das für ein Gefühl auf der Tribüne dort? Podest, dritter Platz? Ja, die ist natürlich. Puh! Ja, schaut dir alle zu. 10.000 Leute. Also, es war natürlich wirklich ein super Gefühl. Und ja, doch, kommt die Stürchen nicht. Okay. Peinlichen Auftritt. Ja, den wollte ich natürlich vermeiden, ja. Bist du interessiert, aus einem geraden Stück Blech etwas performen und gestalten, dann bist du der Springer für unsere zukünftig vierjährige Lehre ab 2020. Haben wir dich lustig gemacht, dann mach einen Schnuppertag oder eine Schnupperwoche bei deinem Springer im Kanton Thurgau. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder hier in der Berufsschule in Frankfurt.